Bei mir ist Anja Wagner. Anja, magst du zunächst noch zwei Sätze zu deiner Person sagen, bevor wir über das Thema sprechen? Ja, Anja Wagner aus Berlin, AC Wagner in Twitter. Meine Hashtags hier waren Netzwerkgesellschaft, Flow und Bildungspolitik. Das sind eigentlich die drei Themen, mit denen ich mich im Moment beschäftige. Du hast jetzt hier beim OER-Camp eine Session gemacht, die war sozusagen eine Klärungs- und Aufräumsession von so verschiedenen Begriffen für die Menschen, die noch nicht auf einem OER-Camp oder überhaupt im Bereich Open Educational Resources unterwegs sind, da ein bisschen wie Geheimsprache klingen. Also die Session hieß Open Education, Free Education, DIY, also Do-It-Yourself Education, Peer-to-Peer Education und anderes, was steckt dahinter? Und du hast es aber nicht jetzt als eine Dreiviertelstunde Folien und du erklärst, was dahinter steht, gemacht, sondern ihr habt es gemeinsam erarbeitet. In welcher Form kann man sich das genauer vorstellen? Es lief dann doch ein bisschen darauf zu, dass ich die Folien, die ich vorbereitet hatte, erstmal vorstellen musste, um so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, was ich mit Open Education meine. Ich bin halt zurückgegangen auf die Folien, auf die Unterlagen der OECD, die George Simons im Moment vorschlägt im Rahmen seines Openness in Education Kurses, sein neuer MOOC, der jetzt gestartet ist. Und die hatte ich mir nochmal angeschaut und die verweisen auf eine Definition von Open Educational Resources, die auch selbst Dana in beinhaltet und die neben die Lernenden und neben die Lehrenden stellt. Und ich wollte so ein bisschen auch so hier ein bisschen darauf hinweisen, dass Open Educational Resources in Schulen ein Fragment ist, ein wichtiges Fragment, über das man diskutieren muss, aber es ist nur ein Fragment, was man bildungspolitisch im Auge behalten sollte, aber halt, ich wollte es halt in einen Kontext mal einstellen, also um die Dimension auch zu zeigen, wo wir uns befinden auf dem Weg zu Open Education. Und das ist noch ein weiter Weg, den wir da vor uns haben. Darum ging es eigentlich. Denke ich auch, wäre auch für jetzt PB21 besonders interessant, nochmal auf die große, unklare Ebene der nicht-schulischen Bildung zu schauen. Und wir müssen das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen erstmal auflösen. Jetzt hast du nämlich eben noch MOOC dazu gesagt. Vielleicht machst du tatsächlich ein Mini-Glossar und setzt auch nochmal Wikipedia-Links da unter das Video. Aber MOOC, Peer-to-Peer, was ist zwischen Open oder Free noch eine Unterscheidung, die wichtig wäre? Magst du da ein bisschen tatsächlich die Folien jetzt mündlich nochmal zusammenfassen? Ja, ich werde es mal versuchen. Die OECD, die unterscheidet Free im Hinblick auf Content, im Hinblick auf die Lizenzen. Wir hatten das ja auch in anderen Sessions hier. Im Hinblick auf die Kosten ist ja fragwürdig. Also da gibt es ja unterschiedliche Standpunkte. Also was bedeutet eigentlich freie Inhalte? Da haben wir noch keine kohärente Definition, auf die wir uns alle verständigen können. Aber ja, im Grunde ist es der freie Content, die Wiederauffindbarkeit von Content und dann, das ist ja dann auch wieder fraglich, ob zum Beispiel diese MOOCs, diese Massive Open Online Courses, die im Moment in den USA massiv starten. Beschreib mal nochmal in zwei Sätzen, was ein MOOC ist. Ein MOOC ist ein MOOC kommt eigentlich aus der zivilgesellschaftlichen Bewegung und wurde auch von George Simons und Stephen Downs ins Leben gerufen. Und ist im Grunde basiert auf dieser konnektivistischen Lerntheorie, dass die Netzwerke wichtiger sind als der konkrete Inhalt. Also man hat versucht, irgendwie über verschiedene Inhalte, die verschiedene Lehrende einbringen, diese Vernetzungsform der Lernenden irgendwie zu forcieren. So, und jetzt ist diese massive Bildungsindustrie in den USA dazu übergegangen, aus diesen großen Universitäten, also MIT, Harvard, Stanford, das sind so die Keyplayer, die setzen im Moment kommerzielle Systeme auf, um ihre Inhalte in die Welt hinein zu streuen. Und sie haben sehr große Nutzerzahlen, die sind kostenfrei, diese Inhalte. Insofern sind sie auf eine Art Open Educational Resources für Selbstlernende. Aber sie sind natürlich nicht, ich kann diese Inhalte nicht nehmen und weiterverarbeiten. Insofern fehlt ihnen eigentlich eines der zentralen Kriterien für ein Open Education Resource. Andererseits sind sie aber für Selbstlernende im Moment ein sehr wichtiger Bestandteil, um sich selber zu qualifizieren. Und das ist ein Bereich, den die klassische Open Educational Resources Bewegung ein bisschen in meinen Augen aus den Augen verliert. Sie konzentriert sich sehr stark auf die formalen Institutionen
Und da gibt es wenige Schnittstellen dann, dass diese Materialien dann nach draußen gehen. Also dass ich zum Beispiel, die nicht mehr in formalen Institutionen lernen will oder lernen kann, dass ich auch darauf zugreifen kann. Und das, denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man als Bewegung auch darauf achten muss, dass diese Schnittstellen hergestellt werden, politisch. Das leitet vielleicht wunderbar über zu P2P, also Peer-to-Peer und Do-it-yourself-Ansätze. Wären das solche Gegensätze, vielleicht nicht Gegensätze, die Ergänzungen, die dafür fehlen? Und wenn ja, wie sieht diese Szene aus? Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Motivationen, warum Anbieter Open Educational Resources überhaupt auf den Markt werfen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Peer-to-Peer University, wo jeder theoretisch, jeder kann dort Kurse anbieten und in die Funktion eines Lehrenden im Grunde aufrücken. Also dort werden meines Wissens keine Qualifikationsanforderungen gestellt, sondern jeder bietet dort einfach das Thema an, wo er sich selber kompetent fühlt und kann da drumherum halt einen Kurs anbieten. Das ist im Grunde diese Vielfalt der Lehrenden, die wird da aufgebrochen. Das ist ein Ansatz. Der andere, wo ich selber dran beteiligt bin, ist halt die Un-Uni-TV, wo wir überhaupt gar nicht mehr in Kursmodellen denken, sondern einfach Menschen zusammenkommen können aufgrund ihrer thematischen Interessen. Es gibt also in der Form keine Lehrenden und keine Lernenden mehr. Was war die Frage nochmal? Sonst sozusagen zu dem aus dem Formalkontext stammenden Sachen eine gute Ergänzung ist oder tatsächlich ein Gegenstück? Ja, es ist ein Gegenstück, das wäre eine Möglichkeit, also es ist eine Schnittstelle. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so fluid im Moment funktioniert, also ob Lehrende aus klassischen formalen Settings im Moment sich so darauf einlassen, in diesen informellen Settings sich einzubringen. Aber genau das wäre sehr wichtig im Grunde, dass man fließende Übergänge schafft. Du hast UnUniTV genannt. Gibt es im deutschsprachigen Bereich noch nennenswerte Sachen? Also sagen wir mal, so Kriterium hat schon länger als ein Jahr überlebt und ist noch aktiv als Beispiele? Auf dieser Basis. Oder umgekehrt, du hast noch die Prognose, es könnte ein Jahr überleben und dann noch aktiv sein? Ja, wir arbeiten ja bei UnUni jetzt im Moment wieder daran, dass wir es wieder aufleben lassen und versuchen irgendwie zu institutionalisieren. Das sind halt schwierige Prozesse, die wir im Moment ja alle auf dieser freiwilligen Ebene, also das ist auch gerade die Session, die Carsten Wolf da gerade anbietet zur Motivation. Das ist halt alles immer sehr auf intrinsischer Motivation auch beruhend und solange man dort kein gesichertes Einkommen mit erzielt, da lässt es dann auch irgendwann ein bisschen nach. Also da müssen wir halt noch schauen, wie wir da tragfähige Geschäftsmodelle drumherum stricken. Da sind wir halt dran und ich denke, da wird sich schon noch einiges in den nächsten Jahren bewegen, also weil allen auch klar ist, dass da drumherum Geschäftsmodelle entstehen müssen. Also man kann halt nicht alles kostenfrei und ohne die Refinanzierung des Lebensunterhaltes kann man halt solche Angebote nicht langfristig aufrechterhalten. Gut, abschließend noch eine Frage, nochmal dieser Vergleich im deutschsprachigen Bereich und im internationalen Bereich. Wir sehen viele Beispiele in den USA und wir sehen viele Beispiele, die eigentlich jetzt gar nicht irgendwo unbedingt lokal anzusiedeln sind, wo aber doch Englisch als der große gemeinsame Nenner schon zu sehen ist. Ist das nur eine Frage in Anführungszeichen von der Größe? Also man kann natürlich mit englischsprachigen Angeboten viel mehr Menschen zusammenbringen und dann reicht es eben, wenn man 0,0001 Promille erreicht. Und da ist natürlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich das in Anführungszeichen der Markt viel kleiner. Oder siehst du noch andere Gründe außer der reinen Größe, dass es im deutschsprachigen Bereich so viel kleiner ist? Oder ist es jetzt nochmal zugefügt sozusagen eine so elitäre Bewegung, dass die alle sowieso im englischsprachigen Bereich so zufrieden sind, dass der deutschsprachige Bereich deswegen gar nicht notwendig ist? Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus sehr verschiedenen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast. Ich denke, dass im englischsprachigen Raum, gerade in den USA, da kommt ja sehr viel dieser Bewegung raus, dass dort der Bildungsmarkt in einer sehr kritischen Phase sich befindet. Die Gebühren für formale Bildung im College-Bereich ja eigentlich kaum noch finanzierbar sind und darüber hinaus auch signifikant dieser Aufstieg durch Bildung ja nicht mehr gegeben ist. Also die Menschen eigentlich nicht mehr diesen
diesen Mehrwert durch das Studium dann auch in ihrem Lebensunterhalt wiederfinden. Das ist der eine Punkt. Das andere, denke ich auch, es ist so ein elitärer Bereich, glaube ich auch, dass viele sich auch sehr wohlfühlen. Also es ist ja auch eine sehr angenehme Erfahrung im internationalen Bereich, sich mit Fachexperten auseinanderzusetzen, die in dem gleichen Nischenthema sich bewegen, wie man sich selber bewegt. Ich kann auch eigentlich nur jeden Deutschsprachigen empfehlen, den ersten Selbstlernerkurs, den man buchen oder den man sich selber auferlegen sollte, ist Englisch zu lernen. Also, weil ich glaube, da führt auf mittlere Sicht kein Weg dran vorbei. Der deutschsprachige Raum ist zu klein, denke ich auch, ja. Und ich glaube, er ist auch nicht so, also er ist auch gerade interessant. Durch diese internationale Verbindung, durch diese internationale Vernetzung wird das Ganze ja auch erst wirklich richtig spannend, dass ich mich mit Menschen auseinandersetzen kann, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Das ist halt, da muss man ja auch erstmal nachsuchen in diesem kleinen deutschsprachigen Raum. Gut, vielen Dank, Anja. Mal sehen, wenn wir uns in 2 Jahren hier wieder hinsetzen, was dann bis dahin passiert ist. Dankeschön. Danke.